Mit diesen einfachen Tricks bekommt ihr in Animal Crossing New Horizons ganz einfach in kürzester Zeit eine 5-Sterne-Insel. Wichtig ist vorab anzumerken, dass man für bestimmte Aktivitäten Punkte vom Spiel bekommt. Und je nachdem, wie viele Punkte man im Spiel gesammelt hat, bekommt man dann eine 1-5-Sterne-Bewertung. Am meisten Punkte bekommt ihr unter anderem für das Bauen und Ausbauen der Gebäude, also der Schneiderei, dem Museum und dem Nuxladen. Besonders viele Punkte gibt es zudem für das Bauen von Brücken und Aufgängen. Also hier kann ich euch wirklich empfehlen, die maximal mögliche Anzahl voll auszureizen. Zusätzlich bekommen wir auch Punkte für das Pflanzen von Bäumen, Blumen und das Setzen von Zäunen. Und für das Platzieren von verschiedenen Items gibt es ebenfalls Punkte. Wenn ihr einen genauen Guide für die 5-Sterne-Insel benötigt, schaut gerne auf meinem Channel vorbei. Und ja, schreibt mir gerne an der Stelle in die Comments, ob eure Insel bereits eine 5-Sterne-Bewertung bekommen hat.